Fußball Danmark 19.09.2010 Selmgensi Selzamgensi. Autor D. Selzamgensi. Danmark Superligaen. Die Prognose für den kommenden Spieltag. Selmgensi eingetragene Marke Selvave eingetragene Marke Betting Trader eingetragene Marke Selzamgensi eingetragene Marke. Erstens Aalborg BK 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 2-Niederlage. Zweiter Brøndby IF 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 1-Sieg. Dritter Esbjerg FB 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 2-Niederlage. Viertens AC Horsens 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Fünftens FC Kopenhagen 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 1-Sieg. Sechster Lundby BK 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 1-Sieg. Siebtens FC Midtjylland 1-Sieg als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Achtens FC Nordsjælland 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Neunter Odense BK 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 1-Sieg. 10. Randers FC 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. 11. Silkeborg IF 0-Unentschieden als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. 12. Sønderjyske 2-Niederlage als Endresultat und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden. Die bisherigen Matchresultate in dieser Saison. Aalborg BK 1. Spieltag, 1-18.07.2010 Endstand, 4:2 Halbzeitstand, 1:2. Aalborg BK 2. Spieltag, 2-24.07.2010 Endstand, 0:2 Halbzeitstand, 0:2. Aalborg BK 3. Spieltag, 3-1.8.2010 Endstand, 1:1 Halbzeitstand, 1:0. Aalborg BK 4. Spieltag, 4-7.8.2010 Endstand, 0:0 Halbzeitstand, 0:0. Aalborg BK 5. Spieltag, 5-15.8.2010 Endstand, 1:2 Halbzeitstand, 0:1. Aalborg BK 6. Spieltag, 6-21.8.2010 Endstand, 0:2 Halbzeitstand, 0:1. Aalborg BK 7. Spieltag, 7-28.8.2010 Endstand, 0:0 Halbzeitstand, 0:0. Aalborg BK 8. Spieltag, 8-12.9.2010 Endstand, 2:3 Halbzeitstand, 0:2. Gesamte Endstand Tore, 8:12 gesamte Halbzeit Tore, 2:8. Einem Sieger Endstand, 3 Unentschieden Endstand, 4 Niederlagen Endstand. Einem Siege Halbzeit, 3 Unentschieden Halbzeit, 4 Niederlagen Halbzeit. Brøndby IF 1. Spieltag, 1-18.07.2010 Endstand, 2:3 Halbzeitstand, 0:1. Brøndby IF 2. Spieltag, 2-24.07.2010 Endstand, 2:0 Halbzeitstand, 2:0. Brøndby IF 3. Spieltag, 3-1.8.2010 Endstand, 1:0 Halbzeitstand, 1:0. Brøndby IF 4. Spieltag,
4/7/2010 Endstand 3.1 Halbzeitstand 1.0. Brøndby IF 5. Spieltag 5/15/2010 Endstand 1.1 Halbzeitstand 1.0. Brøndby IF 6. Spieltag 6/21/2010 Endstand 2.2 Halbzeitstand 0.1. Brøndby IF 7. Spieltag 7/28/2010 Endstand 3.3 Halbzeitstand 0.2. Brøndby IF 8. Spieltag 8/12/2010 Endstand 3.1 Halbzeitstand 2.1. Gesamte Endstand Tore 17:11 Gesamte Halbzeit Tore 7.5. 4 Siege Endstand 3 Unentschieden Endstand 1 Niederlagen Endstand 5 Siege Halbzeit 3 Unentschieden Halbzeit 1 Niederlagen Halbzeit. Esbjerg FB 1. Spieltag 1/18/2010 Endstand 0.3 Halbzeitstand 0.1. Esbjerg FB 2. Spieltag 2/24/2010 Endstand 1.2 Halbzeitstand 0.1. Esbjerg FB 3. Spieltag 3/1/8/2010 Endstand 0.3 Halbzeitstand 0.3. Esbjerg FB 4. Spieltag 4/7/8/2010 Endstand 0.3 Halbzeitstand 0.0. Esbjerg FB 5. Spieltag 5/15/8/2010 Endstand 1.1 Halbzeitstand 0.1. Esbjerg FB 6. Spieltag 6/21/8/2010 Endstand 2.0 Halbzeitstand 1.0. Esbjerg FB 7. Spieltag 7/28/2010 Endstand 2.1 Halbzeitstand 1.1. Esbjerg FB 8. Spieltag 8/12/2010 Endstand 2.3 Halbzeitstand 0.3. Gesamte Endstand Tore 8:16 Gesamte Halbzeit Tore 2:10. 2 Siege Endstand 1 Unentschieden Endstand 5 Niederlagen Endstand. 1 Siege Halbzeit 1 Unentschieden Halbzeit 5 Niederlagen Halbzeit. AC Horsens 1. Spieltag 1/18/2010 Endstand 0.2 Halbzeitstand 0.1. AC Horsens 2. Spieltag 2/24/2010 Endstand 0.1 Halbzeitstand 0.1. AC Horsens 3. Spieltag 3/1/8/2010 Endstand 1.0 Halbzeitstand 1.0. AC Horsens 4. Spieltag 4/7/8/2010 Endstand 0.0 Halbzeitstand 0.0. AC Horsens 5. Spieltag 5/15/2010 Endstand